Freunde, und herzlich willkommen in dem fünften Türchen meines Highlight-Adventskalenders. Und heute präsentiere ich euch auch wieder eine Reihe. Bisher ist es eine Dilogie, und zwar sind es die Chroniken von Alice von Christina Henry. Zum einen der erste Band mit Finsternis im Wunderland und der zweite Teil ist dann Die schwarze Königin, bereits erschienen. Es ist im nächsten Jahr noch ein dritter Kurzgeschichtenband zu dieser Reihe versprochen worden, ich glaube im Frühjahr, und auf den freuen wir uns auch. Und als erstes muss ich ganz kurz, und ja, Oberflächlichkeiten sind nicht wichtig, ich muss mal kurz ein bisschen auf diesen Buchschnitt eingehen, wo man diese Hasenpfoten sieht, die sich dann eben auch im Buch sozusagen widerspiegeln. Und ja, wer jetzt hier eine wunderbare, humorvolle und schöne, bunte Alice-Adaption erwartet, den muss ich leider enttäuschen, denn Christina Henry schreibt weder bunt noch fröhlich, noch ist es irgendwie herzerwärmend nett. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist eine düstere Adaption bzw. eine Weitererzählung der Alice, die wir kennen, denn wir treffen hier zwar auf Alice, die uns bekannt ist aus Alice im Wunderland, aber diese Alice sitzt in einer Irrenanstalt, denn sie ist aus dem Wunderland irgendwann zurückgekommen und konnte mit der Realität nicht mehr umgehen, und so haben ihre Eltern sie in die Irrenanstalt gesteckt. Dort trifft sie auf den Mann in der Nachbarszelle, auf Hatcher, der ja so einige schlimme Dinge in seinem Leben getan hat und das alles mit einer gewissen Rechtfertigung auch in Ordnung findet. Und beide merken recht schnell, dass sie irgendwie doch das Schicksal verbindet, und als der Jabberwock dann in der Stadt ist und ein Feuer in der Irrenanstalt ausbricht, begeben sie sich beide auf die Flucht. Und auf dieser Flucht laufen wir durchs Wunderland. Wir treffen Charaktere, die wir eben auch unter anderem aus Alice im Wunderland kennen. Doch sind das nicht irgendwelche märchenhafte Tiergeschöpfe. Es sind auch keine netten Hasen oder Raupen. Nein, das ist alles was anderes. Und wir treffen auf eine unfassbar düstere, brutale und widerliche Welt und auf widerliche Charaktere und merken hier, wie spannungsgeladen die Geschichte ist. Ja, Christina Henry ist mit ihrer Reihe, die umfasst einige Geschichten, unter anderem kommt auch Peter Pan und Rotkäppchen demnächst dazu raus, auch die Meerjungfrau ist im englischsprachigen YouTube-Bereich schon sehr, sehr gehypt. Man hat diese Bücher auch schon vorher viel, viel gesehen. Jetzt kommen sie endlich auf Deutsch heraus. Ich freue mich mega auf die weiteren Bücher. Bin ein großer Alice im Wunderland-Fan, egal ob es die Bücher sind, ob sie Verfilmungen sind. Ich mag das super gerne. Ich mag auch so das Drumherum zu Alice ganz, ganz gerne. Und ich war mega gespannt, was mich hier erwartet. Und es hat alle Erwartungen übertroffen. Trotz seiner Brutalität und auch des gewissen Ekels, den man an mancher Stelle bei verschiedensten Tätigkeiten innerhalb des Buches erlebt, wenn man die spürt, es ist einfach spannend. Es war packend, es war mitreißend, es hat uns in diese Welt gerissen und wir waren mitten dabei. Wir sind mit Alice und Hatcher durch diese Welt gelaufen. Wir haben gemerkt, wie sie auf der Flucht sind, was sie suchen, wohin es sie führt, wie sich Geschichten im Hintergrund ausspinnen und in welche Richtung sie gehen. Und das hat Christina Henry unglaublich gut gemacht. Es ist düster, es ist brutal, es ist jetzt kein Kinderbuch, auch für junge Jugendliche finde ich es nicht empfehlenswert, aber für Leute, die so ein bisschen Dark Fantasy lesen, ist das hier absolut geeignet. Wir haben im zweiten Teil so ein bisschen einen längeren Roadtrip, nenne ich es jetzt mal. Wir laufen sehr lange zu einem anderen Ziel, und das fand ich im zweiten Teil großartig, weil man so viel von dieser Welt gesehen hat, erlebt hat. Es ist sehr bildhaft, es ist sehr lebendig und es hat unglaublichen Lesespaß gemacht und wir haben die Bücher auch wirklich verschlungen. Wir haben sie geliebt. Ich habe sie zusammen mit der lieben Becky gelesen und wir hatten so, so viel Spaß mit den Büchern und wir haben mitgerätselt und rumüberlegt, und es erschließen sich nach diesen zwei Geschichten so viele Dinge und man betrachtet Alice danach mit ganz anderen Augen und ist, glaube ich, kein so großer Fan des Märzhasens, der nie Zeit hat. Es ist keine Adaption, wie gesagt, von Alice im Wunderland. Es ist eher eine Weitererzählung in einer sehr düsteren Richtung und eben auch, was so diese Geisteskrankheit von Alice und Hatcher zu tun hat. Damit muss man natürlich irgendwie umgehen, sowas muss man mögen und man darf hier eben einfach keine Art moderne Alice erwarten, denn das ist es nicht, auf gar keinen Fall. Und es ist halt wirklich düster und es ist brutal, aber es macht großen, großen, großen Spaß. Und das war nun genug geschwärmt am fünften Türchen. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderbaren 5. Dezember und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.